Der Pokal glänzt immer noch. Drei Tage steht er jetzt schon bei seinen neuen Besitzern, Luna Albanese und Dimitri Kalistov. Und auch die zwei strahlen. Wir treffen die Junioren-Weltmeister im Lateintanz heute zu Hause. Der Triumph vom Wochenende noch ganz nah. Es war sehr besonders, vor allem das ganze Publikum, wenn du weißt, deine Familie sitzt da, wenn man weiß, man hat seine Freunde dabei. Das war, ich bin rausgekommen und alle haben geklatscht und meinen Namen geschrien und seinen Namen geschrien und das war sehr heftig. So, like. Es ist wirklich unglaublich. So viele Emotionen in einer Minute. Du willst lachen, weinen, schreien. Ich weiß gar nicht, was noch alles. Dies ist ihr Moment. 3,5 Jahre haben sie dafür gearbeitet, in den vergangenen Wochen täglich 6 Stunden trainiert. Samstagnacht haben sie es dann endlich geschafft. World Champion! Congratulations, herzlichen Glückwunsch, Dimitri Kalistov, Luna Maria Albanese, Grüngold-Club Bremen, Deutschland. Auch für Trainer und Vater Roberto Albanese ein besonderer Abend. Sie haben mich überrascht in der Art und Weise, wie stabil sie geblieben sind und wie fokussiert sie sich wirklich von Runde zu Runde wieder eingestellt haben und genau wussten, dass diese ganzen Gefühle, die in einem sind, dass man das nicht so weit nach vorne nur lassen darf, sondern dass man auch Fakten abliefern muss. Von 67 Paaren ist das Bremer Duo das Beste. Von 5 Tänzen im Finale entscheiden sie alle für sich. Auf Turnieren ist es immer, bei mir zumindest so, eine Runde ist mal gut, die andere Runde ist dann mal schlechter. Aber wir haben uns immer so immer weiter gesteigert und das war sehr schön. Ich fühle mich überhaupt nicht als der Beste. Vielleicht verstehe ich das dann erst mal in einer Stunde oder auch erst in einem Jahr, aber jetzt noch nicht. Schon Freitag reisen Albanese und Kalistov zum nächsten Turnier nach Polen, um dort das erste Mal als Weltmeister zu glänzen.